Deutschland im Kaminfieber. Wir schauen uns an, auf was es bei guten Kaminen ankommt. Und es geht um Brennholz. Nicht jedes Holz ist für den Ofen zu Hause geeignet. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Bauen und Wohnen, der Sendung, die euer Leben schöner, einfacher und besser macht und euch inspiriert. Was gibt es gerade Schöneres, wenn es draußen kalt ist, als ein warmes, knisterndes Kaminfeuer? Ich sage, es ist wundervoll, denn ich habe in meiner neuen Wohnung auch einen Ofen. Viele haben jedoch gar keinen Ofen mehr bekommen, denn es ist ein regelrechter Boom. Wir haben mal nachgefragt, wie sich die Öfen unterscheiden und auf was es ankommt. Wenn dieses Geräusch nicht Musik in den Ohren ist, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit wünscht man sich ein warmes Zuhause. Und das am besten zum kleinen Preis. Doch da macht einem die aktuelle Energiekrise einen Strich durch die Rechnung. Vielleicht greifen deswegen so viele Menschen zu alternativen Heizmethoden wie Kaminöfen. Auch Robert Schuster von Kaminbau Weber konnte einen Verkaufsanstieg beobachten. Speziell seit Mitte des Jahres, wenn es, sag ich mal, schon so ein paar kältere Tage kamen, hat der Boom sich bemerkbar gemacht. Also man sieht es auf jeden Fall und die Anfragen reißen nicht ab. Wir kriegen täglich Anfragen von Menschen, die sagen, oh, ich habe erst auf Gas umgestellt, auf Elektroheizung, ich möchte eine Alternative haben, weg von diesen politischen Gegebenheiten. Also auf jeden Fall hat der Boom auch mit der Energiekrise zu tun. Eine Krise, die viele zum autarken Lebensstil motivieren. Da kommt so ein Ofen gerade recht, egal ob rund oder eckig. Je nach Situation gibt es auch verschiedene Kamintypen. Der Pelletofen, welcher mit kleinen Holzpellets angefeuert wird, ist eher fürs Beheizen geeignet. Während der klassische Holzofen auch noch andere Vorteile mit sich bringt. Und zum einen natürlich so eine Wohlfühlwärme, eine Atmosphäre, eine Gemütlichkeit, aber auch ein Teil vom Energiekonzept. Also ich sage immer, neben der normalen Heizung kann ein Kamin auch eine Wohnung, ein Haus auch warm machen. Auch wenn ein Ofen nicht zwangsläufig ausreicht, um ein ganzes Haus aufzuwärmen, kann eine kleine Wohnung durchaus schon von einem Kaminofen hochgeheizt werden. Vor allem im Herbst reicht das kleine Eigenheimfeuer aus dem Kamin. Das Ganze ist auch lange nicht mehr nur was für die obere Gesellschaftsschicht. Ein klassischer Ofen beginnt preislich bei 2.500 Euro. Tendenz steigend. Auch ein Eigenheim ist nicht zwangsläufig notwendig. Ein Holzofen kann auch in einer Mietwohnung zugelegt werden. Der erste Schritt ist natürlich, haben Sie überhaupt einen Bestandskamin, der genutzt werden kann? Der zweite Schritt ist natürlich, ich muss auf den Vermieter zugehen, den mal ins Boot holen und natürlich auch den zuständigen Schornsteinfeger. Die Schornsteinfeger sind immer die ersten Ansprechpartner, wenn es um Thema Schornstein geht. Und die helfen auch immer relativ schnell weiter, ob es machbar ist oder nicht. Bei einem Umzug kann, wenn die neue Wohnung alle Anforderungen entspricht, der Ofen sogar mitgenommen werden. Sollte man sich nun für den eigenen Ofen entscheiden, geht die Sicherheit aber vor. Dabei ist vor allem wichtig, ein professionelles Unternehmen buchen, die vorab das Zuhause anschauen, den Kamin inspizieren und den geeigneten Ofen finden und auch installieren. Ein weiterer wichtiger Tipp, das richtige Anheizen. Früher haben wir ja gelernt, sag ich mal, am Lagerfeuer Pyramide und dann von unten nach oben zünden. Ja. Mittlerweile und auch bei den neuen Öfen macht man es andersrum. Also man macht unten große Holzstücke rein, verjüngt es dann nach oben hin mit kleineren und zündet dann von oben. Vorteil, die Verbrennung wird besser, also die Abgastemperaturen erhöhen sich und der Kamin zieht besser. Am Ende weniger Schadstoffe. Bei den alten Kachelöfen waren Schadstoffe noch ein größeres Thema. Die neumodischen Kamine bieten da mehr Sicherheit. Auch deswegen ist es so wichtig, ein professionelles Unternehmen zu finden, welches einen Schritt für Schritt zum neuen Kaminofen begleitet. Das erste eigene Feuer ist dann auch nicht mehr weit entfernt. Ganz wichtig, gutes Holz zu verwenden, trockenes Holz. Was man reingibt, kommt oben raus. Früher hatten wir ja noch mit Zeitungspapier und was weiß ich noch angezündet. Einen organischen Bio-Anzünder benutzen, gutes Holz, das getrocknet ist, gelagert ist, dann hat man bei der Verbrennung auch Spaß. Brennholz kann in jedem Baumarkt gekauft werden. Wer es autark mag, kann das Holz auch selbst sammeln und trocknen. Viel zu beachten, aber die Stimmung im Raum bei dem prasselnden Feuer ist einfach unbezahlbar.
Und von den Kaminen wechseln wir zum Brennholz. Nicht jeder kann einfach in den Wald gehen und sich Holz holen. Außerdem wäre das Holz auch gar nicht geeignet zum Verbrennen, denn es ist viel zu feucht und qualmt eigentlich nur. Auf was es beim Brennholz ankommt und wer welches schlagen darf, das zeigen wir euch jetzt. Holzöfen. Sie wärmen das Zuhause und sorgen für eine gemütliche und entspannte Atmosphäre. So zumindest wurden sie die letzten Jahre genutzt, nämlich als Luxusgut. Seit Ausbruch der Ukraine-Krise hat sich das gewandelt. Die Preise für Energie sind durch die Decke gegangen. Das spürt man auch in den regionalen Forstämtern, denn es scheint, als sei heimisches Brennholz für viele Deutsche plötzlich der alternative Energieträger der Stunde. Bei uns ist es eigentlich in den Forstrevieren so, dass wir immer eine relativ beständige, ich möchte nicht sagen hohe Nachfrage nach Brennholz haben. Und seit Ausbruch der Ukraine-Krise, seit des Krieges, merken wir einfach, dass die Leute mehr Angst haben, dass die Energie knapp wird, dass sie ihre Wärme zu Hause nicht mehr halten können. Und dementsprechend versuchen viele, auf Brennholz umzusteigen oder eben noch einen höheren Brennholzvorrat daheim aufzubauen. Und dementsprechend nehmen bei uns einfach die Nachfragen nach Brennholz zu. Auch Brennholzhändler spüren die gestiegene Nachfrage stark. Aber auch sie haben nicht genügend Holz auf Lager, um die Kunden ausreichend zu bedienen. Momentan ist die Nachfrage sehr groß. Leider können wir es nicht so schnell trocknen, wie wir es verkaufen können. Und versuche dadurch halt die Stammkunden noch zu beliefern. Aber warum kann die Brennholznachfrage nicht bedient werden? Wälder gibt es in Deutschland genügend, so zumindest der Gedanke beim Laien. Rund 6,5 Millionen Tonnen Brennholz werden deutschlandweit im Jahr geschlagen. Warum also nicht etwas erhöhen in Zeiten von Energieknappheit? Für die Förster und Försterinnen des Landes ist das die schwierigste Aufgabe. Sie müssen den Menschen erklären, dass der Wald nicht wahllos der Brennholzgewinnung dient. Wir können das Angebot an Brennholz nicht unbegrenzt steigern, weil wir Försterinnen und Förster immer darauf achten müssen, die verschiedenen Ansprüche der Menschen an den Wald im Blick zu behalten und denen gerecht zu werden. Und wenn wir jetzt unbegrenzt Holz ernten würden, dann würde auf jeden Fall die Gefahr bestehen, dass wir dadurch Schäden an der Natur hinterlassen. Für uns ist es ganz wichtig, auf die Schutzfunktion des Waldes zu achten, aber auch im Blick zu behalten, dass Menschen sich im Wald erholen möchten. Und deshalb folgen wir immer dem Grundsatz mit unserer Forstwirtschaft, dass wir nachhaltig arbeiten möchten, also dass wir nicht mehr Holz ernten, als im selben Zeitraum nachwächst. Die Nachfrage nach Brennholz ist also größer als das Angebot. Das führt zu steigenden Preisen. Laut Statistischem Bundesamt steigen die Kosten für Pellets und Brennholz seit Beginn der Krise. Im August lagen sie bei knapp 86% im Vergleich zum Vorjahr. Auch beim fertigen Brennholz muss man also tiefer in die Tasche greifen als vor der Krise. Günstiger kommt man weg, wenn man das Holz im Wald selbst machen kann, vorausgesetzt man bekommt überhaupt noch ein Polter oder einen Schlagraum vom Forstamt. Jedoch muss man hier Arbeitszeit, Anschaffung der Ausrüstung wie Motorsäge und Schutzausrüstung mit einrechnen und natürlich der Sägeschein, der notwendig ist. Kurse dafür sind alle weit in die Zukunft bereits belegt. Und dann kommt noch ein anderer wichtiger Punkt dazu, die Lagerzeit des Holzes. Wir verkaufen ja kein getrocknetes und schon aufbereitetes Brennholz, sondern wir verkaufen frisch geschlagene Stämme, die an der Waldstraße gelagert sind. Die sind zwar in der Länge gekürzt, sodass man sie weiter bearbeiten kann, aber die müssen noch gespalten werden. Und ganz wichtig, die müssen ja auch erstmal getrocknet werden, weil nur trockenes Brennholz effizient verbrennt und auch ohne Schadstoffe verbrennt. Das heißt, das Holz, das jetzt dieses Jahr geerntet wird, das ist überhaupt nicht von der Qualität her dazu geeignet, dass man das direkt in den Ofen wirft und verbrennt. Brennholz ist also keine Alternative, um es spontan als Hauptenergieträger einzusetzen. Laut Forstamt gibt es genügend Brennholz für alle, die schon immer damit heizen, im gewohnten Umfang. Auch darüber hinaus hat der Forst noch Kapazitäten, aber sicherlich wird nicht ganz Deutschland dauerhaft auf Brennholz umsteigen können.
Wir sehen uns gleich wieder und dann wird hier gebastelt in der neuen Folge von Silke Schöne Sachen und wir reden über den Immobilienmarkt. Fallen die Preise für Immobilien weiter oder hat sich alles schon stabilisiert? Die Antworten gibt's gleich hier. Weiter geht es bei Bauen und Wohnen und jetzt wird es bei uns weihnachtlich. Und zwar bastelt unsere Deko-Silke in der neuen Folge von Silke Schöne Sachen Anhänger, die man sowohl in die Adventsdeko, aber auch an den Weihnachtsbaum hängen kann. Hallo zusammen, jetzt steht ja schon bald Weihnachten vor der Türe und wir wollen natürlich was Schönes für Weihnachten basteln. Dieses Jahr habe ich mir überlegt, wir machen uns so schöne Anhänger. Entweder könnt ihr euer Geschenk damit verschönern oder ihr könnt sie an den Christbaum hängen. Alles, was ihr dazu braucht, ist eine lufttrocknende Modelliermasse. Gibt es überall im Baumarkt oder Bastelgeschäft zu kaufen. Dann verschiedene Ausstechformchen. Eine Schere, ein Bändel, ein Röhrchen zum die Löcher schön machen, ein Wellholz und wenn ihr natürlich wollt und ein schönes Ornament auf diese Anhänger machen wollt, dann empfehle ich euch irgendwie so ein Spitzendeckchen oder einen Spitzenstoff oder sonst irgendwas, was ihr schön da drin reindrucken könnt, wo dann eine schöne Abzeichnung gibt. Also wir fangen mal an mit der Modelliermasse. Machen wir mal ein Stückchen weg. Und knete das Ganze erstmal richtig gut durch. Die Massen gibt es in verschiedenen Farben. Es gibt sogar in Schwarz oder in Grau. Mir hat jetzt Weiß ganz gut gefallen, weil ich meine Weihnachtsdeko dieses Jahr weiß haben möchte. So, und dann wähle ich mir das Ganze mit meinem Wellholz aus. Ich lege das jetzt mal so zur Hälfte hin, mein Spitzendeckchen, und gehe mit dem Wellholz rüber. So, wie ihr seht, gibt es da jetzt natürlich einen schönen Abdruck gefunden. Suche ich mir ein Förmchen aus. Ich nehme jetzt mein Herzchen. Wie beim Teig, den Rest nehmt ihr einfach wieder, verknetet und fangt wieder von vorne an. So, ich nehme jetzt mein Röhrchen und mache da ein Loch rein. Ich drehe das Röhrchen so ein bisschen. Und dann gibt es da nämlich ein schönes Loch. Und lege es jetzt einfach zum Trocknen ca. 24 Stunden auf die Seite. Ihr könnt es auf die Heizung legen, da geht es viel schneller. Oder ihr könnt es sogar im Backofen trocknen lassen. So, und wenn das Ganze jetzt schön durchgetrocknet ist, dann ist es richtig schön hart und fest geworden. Und ich mache jetzt noch ein Bändel durch. Und dann kann ich mein Geschenk hier schön einpacken. Und fertig ist meine Geschenkverpackung. Ihr könnt jetzt zum Beispiel noch ein Tannenzweigchen dazu machen oder hier so ein Zweigchen aus dem Wald. Und schon habt ihr eine wunderschöne individuelle Geschenkverpackung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Bis bald! Vielen Dank, liebe Silke, für den tollen Basteltipp. Und bei uns geht es jetzt weiter mit dem Thema bequem sitzen. Diese Stühle sind richtig bequem. Ich weiß nicht, ob sie für 8 Stunden Homeoffice geeignet wären. Und wir verraten euch jetzt auch, warum Schreibtischstühle teilweise Sitzheizung haben und für was das richtig gut ist. Nicht selten verbringen wir allein im Job rund 8 Stunden im Sitzen. Ganz nach dem Motto, der Kaffee läuft, sportlicher wird es heute nicht. Ob das gesund ist? Laut Thomas Möller nicht wirklich. Er kennt sich aus, schließlich sind Drehstühle sein täglich Brot. Wer viel sitzt, sollte sich bewusst mit dem Thema auseinandersetzen. Zu gravierend sind die Folgen, wenn man es nicht macht. Heutige Sitzen ist das neue Rauchen, wie man das ja immer so sagt. Wir sind nicht für das Sitzen geboren, eigentlich müssten wir uns jeden Tag bewegen. Und der Job gibt es manchmal nicht her, dass ich den ganzen Tag natürlich mich bewegen kann. Und somit brauche ich einen Stuhl, der sehr ergonomisch ist. Ergonomisch, was bedeutet das eigentlich?
Der Stuhl soll optimal an die Arbeitsweise und an die Belastbarkeit des Körpers angepasst werden. Die Wirbelsäule soll so gut es geht entlastet werden, ähnlich wie beim aufrechten Stehen. Erziehen Sie mal einen Buchhalter, stehen Sie mal auf, setzen Sie mal dahin, dahin oder dahin. Wenn er seine Kalkulationen macht, wenn er seine ganzen Abschlüsse macht, der muss halt den ganzen Tag drauf sitzen. Dann braucht er halt einen Stuhl, auf dem er die Sitzposition auch mal wechseln kann. Und das kann er, und da kommen wir wieder zurück zu dem wichtigsten Thema, das kann er halt nur, wenn er auf einem guten Drehstuhl sitzt, wo mich in jeder Position abholt und wo er mich dann unterstützt. Und nur dadurch wird die Bandscheibe eigentlich elastisch gehalten, weil das ist die Förderung. Je mehr ich mal nach hinten gehen kann, und da gehe ich nur nach hinten, wenn ich das Gefühl habe, ich fliege nach hinten, und ich kann nur nach hinten gehen, wenn ich auch nicht zu viel Gegendruck spüre. Und ein guter Stuhl ist dann wirklich nur ein guter Stuhl, wenn der Gegendruck so optimal ist, dass sie in jeder Position gehalten werden. Im Homeoffice allerdings wird auf einen ergonomischen Drehstuhl oft verzichtet. Dabei sollte Ergonomie im Wohnzimmer nicht aufhören. Wenn ich natürlich zu Hause bin und je nachdem, nicht jeder hat auch ein eigenes Büro, da steht natürlich auch mal der Stuhl im Wohnzimmer, dann sollte er natürlich so wohnig wie möglich sein. Deswegen geht auch der Trend und das Design immer stärker auch mehr in eine Wohnlichkeit einfach rein. Und nicht nur beim Design tut sich viel. Neue Anforderungen treiben auch die Innovation voran. Wenn Sie die Nachrichten anmachen, wenn Sie Zeitungen lesen, wie können wir Energie sparen? Natürlich eine geniale Geschichte, um den Mitarbeitern trotzdem seine Wohlfühltemperatur zu geben, aber den Raum drumherum absenken kann. Und wenn Sie 1 Grad weniger heizen, sind es 6% Energieeinsparung. Da freut man sich schon drauf, sitzen gelassen zu werden. Ein positiver Nebeneffekt, auch die Wärme hat ergonomische Vorteile. Egal ob fürs Büro oder zu Hause, ein Stuhl, der passt und unterstützt, kann den Unterschied machen. Mein linker Platz ist leer, da wünsche ich mir einen Immobilienexperten her. Wir sprechen gleich bei Bauen und Wohnen über die Situation auf dem Immobilienmarkt. Fallen die Preise weiter, steigen sie wieder oder hat sich der Markt stabilisiert? Mehr dazu gleich hier bei Bauen und Wohnen. Weiter geht es bei Bauen und Wohnen und jetzt sprechen wir über den Immobilienmarkt und wohin gehen die Preise. Und im Studio begrüße ich ganz herzlich Stefan Broksi. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Wohin geht jetzt der Markt? Die letzten Jahre hat man gehört, es gibt nur eine Richtung. Jetzt hört man immer, es ist der totale Absturz. Wo sind wir denn überhaupt? Was ist passiert? Ja, natürlich haben wir den einen Markt gekannt der letzten 10 Jahre. Es haben sich die Preise konstant nach oben entwickelt. Die Nachfrage war nach wie vor sehr hoch, die Zinsen waren sehr günstig, haben von der breiten Masse sozusagen den Kauf natürlich ermöglicht und das ist relativ drastisch jetzt weggebrochen. Wir haben plötzlich von Januar bis sozusagen Mitte des Jahres Zinsveränderungen gehabt, die Faktor 4 entsprochen haben und dadurch war natürlich eine breite Masse an Interessenten plötzlich nicht mehr in der Lage, die Finanzierung für die Immobilien darzustellen. Jetzt hat man ja immer wieder gelesen, der Markt ist um 20-30% eingebrochen. Jetzt weiß man immer, was man liest oder hört. Wenn man das mittelt und mal irgendwo eine Ruhe reinbringt, sagt man, hat man vielleicht die Wahrheit. Und es kommt ja auf die Lage ein. Ist das wirklich dramatisch eingebrochen oder hängt es davon ab, wo wohne ich überhaupt? Genau, man muss sicherlich ein bisschen unterscheiden. Man muss auch beim Objekt unterscheiden. Wie steht das Objekt oder die Immobilie da? Ist sie gut saniert? Ist sie schlecht saniert? Hat sie einen Instandhaltungsstau oder nicht? Aber klar, wenn ich jetzt eine große Gruppe habe, die ein Objekt nachfragt und diese große Gruppe ist plötzlich nicht mehr da, dann führt das natürlich bei den aktuellen Preisen auch zu längeren Vermarktungszeiten und teilweise natürlich auch zu sinkenden Preisen. Diese 20-30%, die man beispielsweise in den großen Blättern gelesen hat, Handelsblatt, Focus hat teilweise 20-30% Abschlag prognostiziert, die sehen wir hier in der Region nicht. Aber ich denke, mit 10% muss man sich unter Umständen anfreunden. Jetzt sagt man immer, die Inflation ist bald am Höhepunkt. Wohin gehen die Preise? Sie haben eine Glaskugel vorher dabei gehabt. Aber noch nicht poliert, genau. Ja, das ist die große Frage. Grundsätzlich ist es sicherlich so, wir haben, wie vorhin schon beschrieben, das Zinsniveau, das sich verändert hat. Das heißt, wir haben auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine etwas sinkende Nachfrage. Wir haben ein ganz großes Thema bei den Immobilien, das ist die Energetik. Das heißt, wir haben viele neue Vorschriften. Wir haben ab 2024 wahrscheinlich die Voraussetzung,
Wenn Sie beispielsweise jetzt eine neue Gaszentralheizung einbauen, dass Sie über 65% regenerativer Energie verfügen müssen. Das ist für viele gar nicht darstellbar. Und darum wird die Grundsatzfrage sein, wie steht die Immobilie da? Bin ich sozusagen energetisch gut aufgestellt? Habe ich meine Hausaufgaben gemacht oder habe ich halt die letzten 60 Jahre einfach nur drin gewohnt und hoffe dann immer noch einen sehr, sehr guten Kaufpreis zu realisieren? Das wird dann wahrscheinlich eher nicht mehr der Fall sein. Also gute Immobilien, energetisch gut saniert, in guten Lagen, werden weiter profitieren. Wir sind in einem nach wie vor guten wirtschaftlichen Gesamtumfeld. Der süddeutsche Raum ist nach wie vor gefragt. Wir haben Zuzug. Gleichzeitig haben wir natürlich auch sozusagen rückgängige Bautätigkeit. Das heißt, wir haben einfach weniger Angebot. Der Immobilienbestand wird also attraktiv bleiben. Wie sind jetzt überhaupt die Anbieter, die ihre Immobilie verkaufen wollen? Sagen die oft, der Nachbar sagt, ich könnte so viel haben und der eine Online-Rechner sagt, ich habe das. Und dann sind die Preisvorstellungen hier, aber die Realität hier. Ist da. Genau. Darum ist es auch ganz, ganz wichtig, sich in professionelle Hände zu begeben bei der Bewertung der Immobilie. Ja. Ja, wenn ich nur den Nachbarpreis im Kopf habe, der bei einem großen Immobilienportal sozusagen online war, dann kann ich halt auch Schiffsbruch erleiden, weil der Preis einfach nicht am Markt realisierbar ist, sondern ich muss einfach dezidiert die Immobilie im Einzelnen betrachten, die Vorteile aufzeigen, aufbereiten, ein gutes Vermarktungskonzept haben und dann kann ich auch marktkonforme Preise erzielen. Ist für den Käufer jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich umzuschauen? Es ist immer ein guter Zeitpunkt. Es kommt momentan einfach wieder mehr auf den Markt. Das heißt, das Immobilienangebot steigt. Mhm. Gleichzeitig wird es natürlich auch für den Käufer anspruchsvoller. Wir haben ein immer steigenderes Zinsniveau für ihn jetzt gehabt. Das heißt, die Rechnung muss einfach sozusagen spitz erfolgen, aber ja, mit der nötigen sozusagen Ruhe und Vorbereitung ist sicherlich auch jetzt ein guter Zeitpunkt, sich über Immobilieninvestitionen nachzudenken. Und was würden Sie den Verkäufern, die jetzt mit dem Gedanken spielen, zu verkaufen, raten? Naja, sich gut vorbereitet in kompetente Hände zu begeben, nicht einen Schnellschuss zu begehen, so wie es in den letzten Jahren eben der Fall war. Man konnte die Immobilie teilweise ja auch selbst einfach inserieren und es standen 10 Käufer parat. Das heißt, ich war nicht sozusagen verpflichtet, viel zu tun. Das sieht jetzt ganz anders aus. Das heißt, die Vorbereitung ist wichtig, die entsprechende Bewertung, aber auch im Verkauf die entsprechende Präsentation, ein ganz wichtiges Thema, um eben noch einen guten Preis für die Immobilie realisieren zu können. Herr Brokschi, danke für den Besuch hier im Studio. Vielen Dank für die Einladung. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche wieder mit Bauen und Wohnen. Ich hoffe, wir hatten interessante Informationen für euch dabei. Kommende Woche sind wir wieder unterwegs und dann wird es richtig spannend. Also unbedingt einschalten und tschüss. Wie entstehen moderne Teppiche und Teppichfliesen? Wir schauen uns das Ganze vom einzelnen Garn bis hin zum fertigen Produkt an. Und wir besuchen die bekannte Sängerin Omnita zu Hause und begutachten, wie sie Mandalas malt.